Was war die lustigste Situation, die ich jemals in der Arbeit erlebt habe? Nun, ich darf natürlich und will auch nicht über die Arbeit in der Praxis mit Klienten und Klientinnen sprechen und da jetzt Geschichten erzählen. Das versteht sich von selbst, dass das unter absolutem Vertrauen liegt. Nun ist aber meine Arbeit, und das finde ich ja auch das Schöne, sehr divers, sage ich mal. Also ich arbeite ja nicht nur in der Praxis mit Klienten, sondern ich habe TV-Projekte, Buchprojekte, ich habe einen Audiokurs, ich habe verschiedene Medienthemen, die ich arbeite, Interviews und so weiter. Das heißt, meine Arbeit ist relativ breit gefächert und da passieren natürlich immer wieder ganz, ganz spannende Dinge. Also ich glaube, das, was ich immer am komischsten finde, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ihr erwartet, ist, wie groß der Backlash immer ist, wenn ich gerade auch auf Social Media von Menschen mit spreche, statt Frauen zu sagen. Es hat ganz gute Gründe, warum ich das tue, aber ich finde es unglaublich faszinierend und ich habe da schon die lustigsten Kommentare zurückbekommen und ganz, ganz viel Wut und Aggression und lustige Vergleiche bekommen, wenn ich das anspreche. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Für mich ist das einfach so, dass ich finde, Sprache ist total wichtig und wir können mit Sprache sehr genau sein oder sehr ungenau. Und wir können mit Sprache auch Menschen inkludieren oder Menschen ausschließen. Und deswegen benutze ich zum Beispiel diese Ausdrücke. Und wie gesagt, da kommt immer unglaublich viel Emotion mit hoch. Und das finde ich bisweilen auch tatsächlich sehr, sehr komisch und lustig immer.